Oh mein Gott, ist es das wirklich? Ja, da steht's. Angestellter des Monats. Ich hab's endlich geschafft. Ich weiß gar nicht, wem ich zuerst danken soll. Meiner Familie, allen Leuten, die mich jemals unterstützt haben. Leute, das bedeutet mir wirklich viel, dass ihr für mich gestimmt habt bei der Wahl zum Angestellten des Monats. In so einem tollen Geschäft bin ich das gerne. Fun Fact, er sollte sich nicht so darüber freuen, denn schon sehr bald wird er das bereuen. Ey yo, Fam, wie viele Pixel willst du? Drei? Das Beste, was ich machen kann, sind drei. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Employee of the Month, also Angestellter des Monats. Aber der Monat ist der Laden, wo wir arbeiten. Also, na, das ist funny. Was nicht so funny ist, ist anscheinend dieses Spiel, denn dieses Spiel ist sehr big, spooky, scary Skeletons. Deswegen trage ich aktuell auch keine Socken, weil die fliegen mir sowieso davon, wenn ich mich erschrecke. Und nein, die Bilder davon, die gibt's nicht kostenlos. Die sind alle auf meinem nicht existenten OnlyFans. So, ich würde vorschlagen, ich verschwende nicht länger eure Zeit. Ich klicke auf Start, denn ansonsten fährt der Typ noch Ewigkeiten in der Gegend rum. Und das ist schlecht für die Umwelt. Das Telefon klingelt. Hey, something's come up. Would you mind taking the late shift tonight? Ich soll heute die Nachtschicht übernehmen, weil es ist was passiert. I knew I could count on you to pull through. Der Boss kann auf mich zählen. I'll meet you out front. Okay. Ich soll um 11 da sein. Er trifft mich vorne. Es ist also anscheinend sehr, sehr wichtig, wenn der Boss oder der Schichtenmanager sogar persönlich vor die Türe kommt. Was ist dieser Nachthimmel? Sind wir auf einem anderen Planeten? Weil das ist nicht, wie der Nachthimmel auf der Erde aussieht. Das ist weird. Okay, ich muss mit dem Boss sprechen. Und ich habe natürlich auch schon die Taschenlampe dabei. Denn in dem Laden sparen wir Strom. Nachts, wenn eingeräumt wird, dann kommen alle mit Taschenlampen. Weil ansonsten wird das sehr teuer. Aber ja, der Nachthimmel. Das sieht aus, als hätte jemand einen Globus genommen. Daraus Nachthimmel gebastelt. Was ist das? Vielleicht leben wir ja auf der Innenseite eines Globuses. Wer weiß das schon? Alles klar. Der Boss. Das da ist der Boss. Der Typ im Rollstuhl, der keine Arme und Beine hat. Okay. Für meinen ersten Tag ist das ein bisschen hart, aber na. Okay, ein paar sind ins Krankenhaus und jemand hat einfach aufgehört. Er kann nicht hier bleiben. Er geht noch essen. Kannst du, Tür? Tür, danke. Okay, es kommt niemand. Okay, aber er lässt länger offen, falls doch jemand kommt. Okay, so auf die Kameras aufpassen. Und damit ich nicht einpenne, muss ich bestimmte Sachen machen. Und ist nichts abgefahren. Einen guten Rat? Nix aufmachen, was verschlossen ist. Dafür werde ich mich bezahlen. Okay, die Mülltonnen sind einmal über den Parkplatz. Ich soll nicht zu lange brauchen. Okay. Ist eine gute Nachbarschaft, aber ich soll nicht zu lange draußen bleiben. Wenn die Lichter ausgehen, dann ist hier der Hauptschalter im Lagerhaus. Okay. Und nicht in sein Büro gehen, das gibt richtig Ärger. Irgendwelche Fragen? Kriege ich extra Geld, weil Nachtschicht? Nein, ne? Okay, die Liste ist beim Service Desk. Und ich soll um Punkt 3 Uhr abstempeln. Adios. Das heißt, der Typ, der aussieht wie ein Smarties mit einem Kopf, verlässt jetzt das Gebäude. Und der teleportet sich einfach weg. Das sind Aliens, ich sag's euch, Aliens. Alles klar, das war ziemlich merkwürdig, aber hierfür werde ich bezahlt. Also würde ich sagen, wir ziehen das einfach mal durch. Das hier ist die Liste, die ich kaum erkennen kann. Okay, ich soll das Toilettenpapier wieder auffüllen. In hier Regalreihe 2 gibt es anscheinend irgendeiner was verschüttet, soll ich sauber machen. Und es gibt irgendwelche Fitness-DVDs, die verloren gegangen sind. Hat das noch jemand gesehen? Ich soll das Ding wieder voll machen. Okay. Habe ich den Monitor von der Wand gerissen? Und ihn durch die Wand gehämmert? Ich wollte ihn eigentlich nur angucken. Ich habe ihn erst in die Hand genommen. Dann wollte ich ihn fallen lassen, weil ich dachte, was zur Hölle ist hier los? Und dann flippt er sich einfach durch die Wand durch. Was ist das denn für ein Laden, ey?
Alles klar. Ziemlich weird. Aus dem Smile, Leute. Vergesst nicht zu lächeln, ja? What? Hallo? Es ist genau hier lokalisiert. Wo einer... Ich mach mal an die Taschenlampe aus. Wo irgendeiner was verschüttet hat. Also hier bin ich. Das heißt, die Dinger tauchen nur auf Kameras auf. Warte mal, hier ist nochmal so ein Monitor. Hier bin ich. Das bin ich. Ich kann mich sogar laufen sehen. Und irgendwo hier hinten läuft ein Viech rum. Heißt das, wenn ich in die reinlaufe, bin ich ein toter Mann? Da ist das Ding. Was passiert, wenn ich reinlaufe? Nix. Okay, irgendwo hier ist das Ding. Das sind die Geräusche, die ich höre. Okay, ich wollte das jetzt mal testen, zum gucken, ob ich wirklich richtig aufpassen muss. Aber, nee, trotzdem, wenn ich das Geräusch höre, laufe ich besser nicht weiter. Denn ansonsten werde ich noch gefressen. Wo ist mein Reinigungsequipment? Ich kann das doch nicht mit bloßen Händen sauber machen, oder soll ich das auflecken? Nee, das geht nicht. Ich muss irgendwie einen Putzlappen oder sowas auftreiben. Gott, habe ich mich erschrocken. Das hier ist das Warehouse. Okay. Einmal Putzequipment. Um das hier. Ja! Sauber zu machen. What? Okay, dann brauche ich jetzt noch Toilettenpapier. Zählt das hier als Toilettenpapier? Sind das so lange Rollen oder gestapelte kurze Rollen? Man kann das nicht erkennen, weil es halt wirklich nur 3 auf 3 Pixel sind. Aber ja. Ich mach mal kurz das Toilettenpapier wieder voll. Frage ist, wo sind die Toiletten? Das müsste im normalen Laden sein, weil ich habe noch nie einen Supermarkt gesehen, wo man Leute ins Lagerhaus durchwinkt, wenn sie fragen, wo ist die Toilette? Hallo! Mein Herr, wollen Sie Toilettenpapier kaufen? Hier. Ich muss das nicht in die Toilette bringen. Ich muss einfach nur das Regal davon voll machen. Und jetzt fehlen noch die Fitness-DVDs. Ich habe, by the way, keine Ahnung, was das Spiel ist. es fühlt sich irgendwie an, wie so ein Traum, den man hat, wenn man... Alles klar, Chef. Wenn man aufwacht und dann direkt wieder einschläft, hat man manchmal ganz merkwürdige Träume. So fühlt sich das an. Also effektiv genauso. Ich habe die DVDs gesehen. Hier. Ich glaube, das sind die Fitness-DVDs. Keine Ahnung. Bin ich hier richtig? Yeah. Nice. Das freut mich. Telefon, Leute. Yo, was ist los, my guy? Ich kann nicht mehr richtig reden. Das war eine Mischung aus my dude und my guy. Ich soll nicht antworten. Es gibt eine zweite Liste. Okay. Und die muss ich auch erledigen. Wenigstens habe ich was zu tun. Dafür kann ich Davy verantwortlich machen. Und dann ist er ausgerutscht auf einem Eiswürfel. Ist Davy tot? Okay. Ah, ne, stimmt, der war ja im Krankenhaus. Einfach abgebrochen. Irgendwo im Lagerhaus ist anscheinend die zweite Liste. Sollte nicht so schwer zu finden sein. Ja, weil das Lagerhaus auch so klein ist. Nicht wahr? Aber das ist mir vorhin schon aufgefallen, so eine Lampe, hier ist die Liste. Unten drunter. Ich soll die Milch wieder voll machen. Und den Müll rausbringen. Ich nehme an, das hier ist Milch. Es sieht aus wie Milch. Na, diese amerikanischen großen Milchflaschen. Und das ist dann hier? Ja! Never mind, muss ich erst aufmachen? Ja. Warte, was? Wow, 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 wow. Was? Warte, was? Okay, stopp. Warte mal. Irgendwas war einmal im Wasser. Was zur Hölle? Wow. Was ist jetzt passiert? Wenn ich hier in der Nähe von so einem Viech bin, verändert sich meine Sicht. Oder? Oder wenn ich es angucke? Ich habe keine Ahnung. Gehe ich hier... Ich gehe hier nochmal durch die Zwischenwand. Alles klar. Was? Was ist das für eine Dimension? Ach, hier muss die Milch dann rein. Das ist der Milk Fridge. In einer anderen Dimension hinter...
dem eigentlichen Regal. Ist es noch hier? Was ist das Spiel? Was in Gottes Namen ist los? Keine Ahnung. Du hast auch keine Ahnung. Tu nicht so, als wüsstest du, was zur Hölle hier los ist. So, jetzt muss der Müll von der vorderen Tür einmal zu den Mülltonnen. Can you take me out? Because I'm trash. Hi. Wollen Sie was kaufen? Es laufen hier einfach Geister in der Gegend rum. Mit, keine Ahnung, sind das so Scannerpistolen von der Kasse? Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Muss ich wirklich sagen. Sind das hier die Mülltonnen? Ja. Komisches Geräusch. Sieht vielversprechend aus. Telefon läutet wieder. Ja, ich komm. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht gefressen werde. Vom Scanner-Laserpistolen. Mann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier spiele, aber wenigstens, na, man kann kein Argument dagegen machen, dass das hier einzigartig ist, weil es ist einzigartig. Was denn jetzt? Ich soll nicht in sein Büro. Ich soll da rein. Er hat wichtige Arbeit da gelassen, die er eigentlich machen sollte. Okay. Auf seinem Tisch. Weißt du, erst geh nicht in mein Büro, dann auf einmal, geh in mein Büro, da ist was ganz Wichtiges drin, was jetzt erledigt werden muss. Ah ja, wenn ich sonst nichts zu tun hab, ne? Das Büro ist, glaube ich, hier oben. Please go away, das wäre auch mein Büro. Ist einfach so eine Fußmatte, wo davor, oder wo drauf steht, du bist hier nicht willkommen. Nochmal eine Liste. Einfach nur ein... Ich bin an meinem Limit. Einfach nur eine Liste an langweiligen Tätigkeiten. Ich muss das Licht wiederherstellen. Was hat er gesagt? Der Breaker ist irgendwo beim Warehouse? Ich bin gerade im Warehouse. Wo Breaker? Hier hinten haben wir ein ganz kleines bisschen Licht. Na, die ist zu. Toll. Die soll ich ja nicht aufmachen, hat er gesagt. Na, alles, was verschlossen ist, soll ich meine Finger davon lassen. Aber vielleicht muss ich da rein. Ich sehe gar nichts. Um das Licht wiederherzustellen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das Exit-Schild zeigt auf ein Regal. Wo ist der... Ah, ne, hier geht's noch weiter. Wo ist der Breaker? Ist das der Breaker? Yay. Welch gigantische Freude. Es ist ein sehr merkwürdiger Schalter, um den Strom wiederherzustellen. Okay, und jetzt muss ich einfach bestimmte Tätigkeiten machen. Mein Chef hat gesagt, ich soll da nicht rein. Die ist zu und kaputt. Ja gut, das bringt dir nichts. Hallo? Oh. Hier sind die ganzen Angestellten hin in dem Fall. Hat mich einfach niedergerannt. Ich habe kein Ziel. Okay. Aktuelles Ziel, überlebe. Keine Ahnung. Es ist einfach nur ein sehr langer Gang an Regalen. So ungefähr sieht's aus, wenn man bei IKEA ist. Hi. Und das Telefon hilft mir, die Dimension zu wechseln, weil das die Matrix ist? Keine Ahnung. Kann ich jetzt raus? Die ist immer noch kaputt. Ich habe aktuell kein Ziel. Soll ich einfach gehen? Ich meine, ich könnte. Da hinten ist immer noch ein Schild, wo drauf steht Exit. Und ja, ich soll. Guck mal. Ja, ich soll da durch. Das ist ganz toll. Super. Eine Bremsspur aus Ketchup. Meine Güte. Puh, reiß dich mal zusammen. Bist ein Mann, ja? Deine Mutter hat ja keine Pussy dazu. Kriegst das schon auf die Reihe. Ausgang? Question mark? Vielleicht nochmal eine Liste? Mach nicht die Garage auf. Das glitscht jetzt aber rum.
Hab die Garage aufgemacht. Sehe ich aus, als ob es mich juckt. Hm? Nicht im geringsten. Kann ich... Ich muss mit meinem Boss reden. Ich dachte gerade, ich kann einfach zum Auto gehen. Nee, mein Boss ist hier. Yo. Look, I know this is short notice. Wow. Especially for your first day, but es ist ein Loop. Und alles glitscht rum. Er sagt genau dasselbe. Ja, Davy ist im Krankenhaus wegen dem Eiswürfelding. I can't stick around because I got dinner plans. But I can help you over the phone if you need some motivation. Diese blöde Tür. Ich werde nicht reingelassen beim ersten Mal. Rede mit dem Boss ist jetzt durchgestrichen. Ich wurde jetzt wieder niedergerannt von so einem komischen Viech. Und die Sichtweite ist negativ gefühlt. Hi. Okay, können wir das lassen? Ich würde einfach mal echt gerne ans Telefon gehen. You have dies in real life. Du bist im echten Leben gestorben. War das das Spiel oder hätte ich das Telefon abnehmen können? Was in Gottes Namen habe ich gemacht die letzte halbe Stunde? Ja, ich schätze, das war es hier bei Employee of the Month. Ich habe keine Ahnung, was die Story ist. Ich glaube, man soll nicht wissen, was die Story ist. Ich glaube nicht mal, dass es eine Story gibt. Keine Ahnung. Ich musste gerade meine Temperatur checken, ob das ein Fiebertraum ist oder nicht. Ich kann bestätigen, es ist kein Fiebertraum, aber es ist trotzdem komisch. Also, ich weiß nicht, was für Substanzen eingenommen wurden, als das hier gemacht wurde. Aber habt ihr noch was übrig? Das wäre ganz toll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wenn es so weitergeht, klaue ich meinem Boss einfach den Akku von seinem Rollstuhl, dann kommt er nirgends mehr hin. Easy.